Papst Franziskus hat zu mehr Kohärenz zwischen Liturgie und Leben aufgerufen. Eine heilige Messe könne äußerlich einwandfrei und wunderschön sein, wenn sie aber nicht zur Begegnung mit Jesus führt, bringe sie dem Herzen und dem Leben keine Nahrung, sagte der Papst bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch. Wie setzen wir die Eucharistie im Leben um, als Kirche und als einzelne Christen? Wie ist das eigentlich, wenn wir sonntags zur Messe gehen? Was bedeutet es uns? Tun wir es, weil wir es immer getan haben und weil es sich richtig anfühlt? Oder steckt mehr dahinter? Mit solchen Fragen bat Franziskus die Gläubigen auf dem Petersplatz darum, sich über ihre Haltung zur heiligen Messe Gedanken zu machen. Sorge ich wirklich dafür zu helfen? Fragte der Papst. Bitten wir Jesus darum, jenen Jesus, den wir in der Eucharistie empfangen, dass er uns hilft, ihnen zu helfen. Ein zweites Merkmal der Haltung zur Eucharistie ist Franziskus zufolge die Bereitschaft der Gläubigen, zu verzeihen und um die Gnade der Vergebung zu bitten.